viermal Weltmeister, Tomáš Vilencek zweimal. Beide haben hier allerdings bei diesen Weltmeisterschaften noch kein Metall greifen können. Litauen, die Slowakei, Litauen immerhin Vize-Weltmeister, dann Japan, ganz unten. Also nochmal für Sie: Russland, Deutschland, Litauen, Ungarn, Kanada, Ukraine, Slowakei, Kasachstan, Japan. Von oben nach unten unser Boot, das zweite von oben gesehen. Und Christian Gille und Tomáš Vilencek, die Kombination aus Leipzig und aus Essen, wird sie hier in Würzen mitreden können. Die beiden sind gut drauf und die Russen Ignatow und Still sind in führender Position. Und die Schlussphase. Die Russen vorn, aber unsere Männer können Silber. Sie paddeln auf den silbernen Rang. Christian Gille, der 30-jährige Leipziger, und der 23-jährige Tomáš Vilencek aus Essen. Sie holen eine Silbermedaille. Es ist die zweite WM-Silbermedaille für Christian Gille. Und auch die zweite für Tomáš Vilencek. Hier sehen wir die Sieger. Das sind die Russen Jewgeni Ignatow und Ivan Still. Und damit sind unsere Männer eigentlich im Silbertrend des vierten Wettkampftages. Und sie haben sich vor dem vorerst zweiten, vor den Litauern Labutschkas und Gadaikis, hier eine Silbermedaille erpattelt. Die Schützlinge von Kai Wesseli und Robert Bergner. Kai Wesseli hatte ja den genialen Einfall, 8 Wochen vor Olympia in Athen die beiden umzusetzen. Christian Gille, dem bärenstarken Mann, nach vorn. In der Mitte sehen wir ihn und dahinter der etwas kleinere, gebürtige Pole, Tomáš Vilencek. Und das funktionierte. Das war Gold wert bei Olympia 2004. Hier im Sprint erweitern sie die Medaillensammlung des Deutschen Kanuverbandes um eine Silbermedaille. Die Russen verteidigen ihren Titel, Jewgeni Ignatow und Ivan Still. Die Weltmeister von Zagreb sind auch die Weltmeister hier von Szeged 2006. Jawohl, das haben sie sich verdient. Bronze geht an Litauern, an Labutschkas und Gadaikis. Die Ungarn, Kovac und Beck, schrammten an einer Medaille vorbei, wurden Vierte.